Hallo und herzlich willkommen zurück zu Baphomets Fluch 2, der Spiegel der Finsternis. Wir sind hier gerade in Caramonte stehen geblieben und ich wollte jetzt gerade mich mit Dwayne mal unterhalten. Das der ist alte CIA-Agent. Hey, Mr. Henderson. Schön, Sie wiederzusehen. Kennen wir uns, mein Sohn? George, ach Stobart. Komm. Sie erinnern sich doch. Syrien. Ich habe Ihnen eine Statue verkauft. Ja, ich erinnere mich. Pearl war ziemlich sauer, als die Farbe abblätterte. Ja, hören Sie, tut mir leid. Ich gebe Ihnen Ihre 50 Dollar zurück. Nein, nein, ist schon okay. Sie haben mich ganz offen und ehrlich über den Tisch gezogen. Das hier ist Bertrand. Bertrand Aubier, haben wir Sie also endlich eingeholt. Wovon zum Teufel reden Sie da? Spielen Sie mir doch kein Theater vor, Aubier. Jetzt mal ganz langsam, George. Wie wär's, wenn Sie uns mal erzählen, was das Dwayne hat eine neue Stimme, dieser oder? Dieser Mann hat Nico in sein Haus in Paris gelockt, um sie zu entführen. Blödsinn, ich war die letzten 7 Monate hier in Caramonte. Und ich kann das bezeugen. George, ich glaube, Sie schulden Bertrand eine Entschuldigung. Okay, Aubier, es tut mir leid. Jo, das sind mal Gesprächsoptionen. Jetzt rede ich aber gerade mit Dwayne. Okay, hier, mein Höschen. Was halten Sie von diesem Höschen, Dwayne? Wie die Musik losgeht. Heißes Teil, George. Haben Sie das für Ihr Mädel gekauft? Nein, ein Bekannter in Paris hat es für Sie gekauft. Oh, ihr seid ein Dreier? Warum schauen Sie mich so an, George? Vergessen Sie's. Gut, dann gehen wir's mal von vorne Arbeiten durch. Arbeiten Sie immer noch für... Na, Sie wissen schon. Wer soll das sein? Sie wissen doch, dass ich im Ruhestand lebe. Ach nichts, vergessen Sie's. War eine Verwechslung. Passiert mir auch dauernd. Glauben Sie, der General hatte etwas mit der Condor zu tun? Ach was zum Teufel, niemals. Wir haben noch gar nicht Wenn von der Condor General geredet. Ist, bin ich Buddhist. Nein, der Typ ist nur der Strohmann für die wahre Macht in Caramonte. Der General ist also nur eine Marionette? Er ist Pinocchio, bevor der die gute Fee traf. Total hölzern und an Fäden geführt. Und wer zieht an den Fäden? Seine Mutter. Besser bekannt als La Presidenta, die Diktatorin. Die haben wir, glaube ich, am Anfang in der Schiffsanlegesequenz gesehen, so ein bisschen so, oder? Sagt Ihnen der Name Karsak irgendwas? Klingt für mich wie ein Schurke aus einem Billigcomic, mein Junge. Er ist der Unbekannte hinter der Condor. Und er ist auch die Ratte, die Nico entführt hat. Wissen Sie, als ich Sie das erste Mal getroffen habe, war ich zutiefst beeindruckt von Ihrer naiven Einfachheit. Ich habe zu Pearl gesagt, wenn wir jemals Kinder gehabt hätten, hätte ich mir einen Jungen wie George gewünscht. Aber ich habe Sie unterschätzt, mein Sohn. Wussten Sie, dass die traditionelle Volksmusik in Caramonte verboten ist? Wirklich? Na ja, scheint mir doch ein ganz vernünftiges Gesetz zu sein. Nein, ehrlich. Der Leiter der Musikgruppe auf dem Marktplatz ist verhaftet worden, nur weil er diese Musik gespielt hat. Ich weiß ja nicht, mit wem Sie gesprochen haben, aber dieser Kerl, dieser Miguel, der ist ein politischer Agitator. Oh, okay. Was ist denn der wahre Grund, aus dem der Musiker verhaftet worden ist? Hat bei den Minen subversive Literatur verteilt. Dieser sogenannte Ui. General hat schon auf Miguel gewartet, als er in die Stadt zurückkam. Hat ihn mit vorgehaltener Waffe ins Gefängnis abgeführt, wegen Anstiftung zur öffentlichen Unruhe. Okay. Ich habe vorhin mit Pearl gesprochen. Ach ja? Hat sie Ihnen erzählt, dass wir einen Streit hatten? Ja, hat sie. Sie wird drüber wegkommen. Sind Sie den ganzen Weg hier runtergefahren? Was? Ich doch nicht. Nein, Pearl ist gefahren und ich habe auf die Straßenkarte geguckt. So wie die das Lenkrad rumschmeißt, könnte man glauben, sie sei ihr halbes Leben lang Fernfahrerin gewesen. Was haben Sie denn in dem Truck, Dwayne? Nur Campingsachen, Schlafsäcke, Zelte und so ein Zeug. Pearl und ich wollten mal ein bisschen vom Duft der freien Wildnis schnuppern. Haben Sie denn keine Angst, in einem tropischen Dschungel zu zelten? Wir haben schon mal geübt, unten in West Virginia. Dagegen ist das hier das reinste Kinderfest. Irgendjemand muss mal diese Hundekuchen essen. Oh nein, von diesen Gourmet-Hundesnacks bekomme ich immer tierischen Durchfall. Sie haben die wirklich mal gegessen? Sie waren im Sonderangebot. Pearl hat eine ganze Kiste gekauft. Als ich sie gefragt habe, ob sie denn auch einen Hund halten will, hat sie nur gelacht. Witzig. Wissen Sie irgendwas über eine Firma namens Condor Transglobal? Habe davon noch nie gehört, mein Sohn. Wir haben uns aber gerade eben schon über die unterhalten. Ach, das ist merkwürdig hier. Hallo, Professor. Oh Gott, Alter. Sagt Ihnen der Name Karsak etwas? Ja, sicher, ich kenne ihn. Genauer gesagt, ohne Karsak wäre ich jetzt nicht hier.
Wieso das? Er finanziert meine Expedition. Aha. Und, sorry, aber hast du deine Erzählen Frau Sie zufällig mir etwas umgebracht? Über Ihre Frau, Professor. Bitte nein. Ich will nicht über Sie reden. Sie haben sie erschossen, nicht wahr? Nein. Ich habe Carol geliebt. Sie hat mir alles bedeutet. Okay. Hatten Sie jemals einen mittelamerikanischen Butler oder Diener? Ich hatte niemals irgendwelche Dienstboten, Monsieur. Möchten Sie einen Keks? Nein, vielen Dank. Dumm. Sollten Sie aber versuchen, die sind gut. Ich kann einfach nicht genug davon kriegen. Okay. Hier, der Chihuahua-Stein. Können Sie mir irgendwas über diesen Stein erzählen? Wo haben Sie den? Soll ich dir wahrscheinlich nicht zeigen. Das ist meine Sache. Wie viel wollen Sie dafür? Er ist nicht zu verkaufen. Warum zeige ich das eigentlich jedem? Ich bin irgendwie voll dumm. Können Sie diese Statue identifizieren, Professor? Oh ja, Tezcatlipoca, der Herr der Finsternis. Ein mittelamerikanischer Gott, richtig? Eine der großen Gottheiten. Tezcatlipoca bedeutet wörtlich übersetzt rauchender Spiegel. Da, sehen Sie den spiegelnden Schild in seiner linken Hand? Die Mayas glaubten, er könne in den Spiegel schauen und damit der in die rauchende Herzen Spiegel. Er war der Wind, der nachts heranheulte auf der Suche nach Opfern. Und Opfer haben sie ihm dargebracht. Zu Tausenden. Menschenopfer? Männer, Frauen, Kinder, Tiere, alles, was blutete. Über die Stufen seines Tempels flossen Ströme von Blut. Die Mayas hatten eine Legende, der zufolge er eines Tages zurückkehren wird. Ich hoffe, ich bin dann nicht mehr da, um das mitzuerleben. Sehen Sie dieses Etikett hier? Ja, da steht etwas von einer Firma namens Condor. Und was ist damit? Ich habe die Spur dieser Firma hierher nach Caramonte zurückverfolgt. Wissen Sie, wo ich die Büros von Condor Transglobal finden kann? Die Firma existiert nicht mehr. Sie ist vor kurzem bankrott gegangen. Ich habe Beweise, dass Sie in direkter Verbindung mit Condor stehen. Ich habe Sie angeheuert, um Artefakte zu einer Galerie nach Paris zu verschiffen. Abgesehen davon habe ich keinen Kontakt zu dieser Firma. Ich verstehe nicht, warum nicht einfach jeder genau diese Story erzählt. Nicht mehr existiert. Wenn jeder sagen würde, ja, das war eine Firma und die haben ein paar Kisten verschifft, Punkt. Anstatt dazu zu sagen, die gibt es gar nicht. Wissen Sie etwas über diese Sonnenfinsternis, Professor? Natürlich. Sie ist zwar nicht der eigentliche Grund meines Besuches hier, aber ich freue mich trotzdem schon darauf, sie mir anzusehen. Jetzt wird's creepy, weil jetzt zeige ich ihm gleich seinen eigenen Konto aus. Warum interessieren Sie sich für die Sonnenfinsternis, Professor? Na, reines Hobby von mir. Eigentlich ist ja Geschichte meine Welt, nicht Astronomie. Aber die Bewegung der Himmelskörper hat mich schon als Kind fasziniert. Um nichts in der Welt würde ich eine totale Sonnenfinsternis verpassen. Hat die Sonnenfinsternis für Sie eine besondere Bedeutung? Für mich? Nein. Für die alten Maya bedeutete sie das Ende des fünften Zeitalters. Vielleicht sollten wir eine kleine Feier ausrichten. Nein. Das Ende jedes Zeitalters bedeutete auch eine weltweite Zerstörungswelle. Und das fünfte ist das letzte Zeitalter und endet in der völligen Vernichtung der Welt. Ach, das ist ja nett. Also diese Mayas haben es ja allgemein gehabt mit so Ende und Tod und allem. Das ist ja schrecklich. Schauen Sie sich das hier mal an, Professor. Was haben Sie dazu zu sagen? Wo haben Sie das her? Das spielt doch keine Rolle. Wie erklären Sie diese Abhebungen? Ich überlasse meine finanziellen Angelegenheiten meiner Sekretärin. Einschließlich Abhebungen in bar von Ihrem privaten Konto? Ich vertraue Gwyneth uneingeschränkt. Und warum Marseille? Warum genau an dem Ort, an dem meine Freundin verschleppt wurde? Das ist doch wohl offensichtlich, Stobbart. Wir sind beide Opfer der gleichen kriminellen Verschwörung. Welche Verschwörung? Ich weiß es auch nicht. Ja. Dwayne, haben sich da jetzt neue Gesprächsoptionen ergeben? Ich will eigentlich im Moment gar nichts weiter. Gut. Miguel müsste doch hier irgendwo drin sitzen. Kann ich mit dem schnacken? Die Zelle ist leer. Wow. Ein verloren aussehender Bursche schläft auf dem Boden seiner Zelle. Das ist Miguel, der Flötenspieler. Hey, Miguel! Er hört mich nicht. Kann ich den irgendwie wecken oder mit einem Wurm bewerfen? Oder mit einem Hundekuchen bewerfen? Oder mit dem Teil hier bewerfen? Oder mit einem Giftpfeil bewerfen und ihn damit wecken? Oder mit einem Höschen. Okay. Wenn ich Tezcatlipoca, da. Okay. Er schläft, ich sehe es ein. Trucks zu stehlen ist nicht ganz mein Stil.
Kann ich mir den angucken? Das ist Duanes Truck. Ich kann einfach nicht glauben, dass die Hendersons so einen riesigen Truck brauchen, um ihre Campingausrüstung herumzukutschieren. Ja, Pearl, was sagst du denn dazu? Haben Sie den Typen getroffen, der sich selbst General nennt? Nein, habe ich noch nicht. Ist er ein echter General? Ich vermute schon. Er hat eine Menge Orden an der Brust. Allerdings auf der falschen Seite der Brust. Zumindest nach den Regeln jeder Armee, die ich kenne. Ich habe gehört, Sie sind den ganzen Weg nach Caramonte gefahren. In einem Truck. Das stimmt. Und du glaubst einfach nicht, in was für einem Zustand einige der Straßen hier sind. Der Gedanke, dass es noch Orte gibt, die man nicht mit dem Auto erreichen kann, macht mich richtig traurig. Heutzutage sollte man doch annehmen, dass die einen vernünftigen Highway überall dahin bauen, wo Menschen hinfahren wollen. Wir sehen uns noch, Pearl. Ja. Ich weiß gerade nicht, wo ich weitergehen will. Also ich muss gucken, dass der General sich hier irgendwie verpisst, dass ich mit dem anderen Schorsch diese Ruinentour machen kann. Und ich will die Ziege zum Sprechen bringen, aber ich habe noch nichts Neues. Nee. Wo geht's denn hier hin? Hey, Nico! Oh. Ach, den Typ! Mit dem kann ich mich noch unterhalten. Hier geht's nicht weiter, hier ist gar nichts. Nö. Ja, dann, was ist denn los mit dir und warum sitzt du... Hi, ich bin George Stobart. ...da so rum? Was können Sie mir über die Bergbaugesellschaft erzählen? Der General hat eine ihrer Minen nach der Explosion geschlossen. Dabei haben eine Menge Leute das Leben verloren. Ich hatte Glück. Bei mir waren es nur die Beine. Ach so, der kniet und sitzt gar nicht, der hat kein... Okay, gut, dann... Können Sie mir etwas über diesen Stein erzählen? George, zeigt es doch nicht jedem, du Idiot. Das ist ein Vulkangestein, das so schnell abgekühlt ist, dass... Ja, ist ja gut, aber ich interessiere mich nicht für Geologie. Nicht? Dann nehme ich an, dass Sie etwas über die Gravur darin wissen wollen. Das stimmt. In diesem Falle sollten Sie lieber mit dem Professor reden. Er war eben noch hier. Ach stimmt, der... das ist mir jetzt erst aufgefallen, wie dumm. Wissen Sie, wen diese Statue hier darstellen soll? Sollte ich wohl. Ich habe früher solche Dinger für die Touristen geschnitzt. Aber es hat den Leuten hier Angst gemacht. Darum habe ich es aufgegeben. Erkennen Sie das Firmenzeichen auf diesem Etikett? Aber sicher. Das ist die Condor Transglobal Schifffahrtslinie. Haben die ein Büro in Caramonte? Nein, aber sie laden und löschen hier Fracht. Das dachte ich mir. Haben Sie das Schiff mit der Condor-Flagge gesehen? Nein. Aber die Docks sind doch direkt auf der anderen Seite des Platzes. Könnten ebenso gut auf der anderen Seite des Mondes sein. Haben Sie von der Sonnenfinsternis gehört? Klar. Ich schmeiße das sogar Höschen. Eine Party deswegen. Kommen Sie doch auch. Wirklich? Claro. Jede Menge Essen, jede Menge Wein und alle sind eingeladen. Außer dem General. Warum ist der General nicht eingeladen zu Ihrer Party? Weil er jedes Mal zu Party seine verdammten EPs aus den 70ern mitbringt. Easy listening, sagst du? Wie denken Sie über dieses Höschen? Beeindruckend. Tragen Sie sowas? Nein, jemand hat sie meiner Freundin geschickt. Wie aufmerksam. Irgendwo gibt's doch diese Villa da oben. Kann ich da nicht hochstapfen? Hier irgendwie so einen Weg? Nein. Duane, wo ist denn der Professor hin? Ist der wegdigitiert? Ich könnte mich irren, aber ich finde, Sie sind meiner Frage vorhin etwas ausgewichen, als ich gefragt habe, was Sie in dem Truck spazieren fahren. Natürlich bin ich ausgewichen. Ich konnte doch vor diesem Ausländer nicht offen reden. George, ich befinde mich auf einer absolut geheimen Mission für Uncle Sam. Dieser Truck ist eine rollende Bombe. 400 Pfund Nitratdünger mit einem Plastikzünder. Den Knall hören die bis nach China. Mann, darauf freue ich mich schon richtig. Ist Nigel der Grund, warum Sie hier sind? Gut nachgedacht, George. Ich sollte mit ihm Kontakt aufnehmen. Aber als ich ihn endlich gefunden hatte, steckte er schon im Kittchen. Seitdem suche ich nach einem Weg, ihn da rauszuholen. Klingt gut. Auf mich können Sie dabei zählen. Guter Mann. Alles, was ich brauche, ist ein Sprengzünder.
Oh, den weiß ich, wo ich den bekomme. Keinen Zünder dabei. Nennen Sie mich ruhig altmodisch, aber ich finde, Kofferpacken ist Frauensache. Ich habe es Pearl überlassen und jetzt kann ich nichts wiederfinden. Ich hoffe nur, sie hat an meine Zahnpolitur gedacht. Ich würde mich ja schämen, in die Staaten zurückzukommen mit Teer auf den Zähnen. Haben Sie wirklich noch nie von Condor gehört? Natürlich habe ich das, mein Sohn. Genauer gesagt waren es meine Untersuchungen, die Sie verscheucht haben. Haben Sie irgendwelche Beweise dafür gefunden, dass die Condor Drogen geschmuggelt hat? Drogen? Teufel, nein! Die Condor war eine Scheinfirma zum illegalen Export von Maya-Kunstwerken. Wer steckt also hinter der Condor Transglobal? Als Eigentümer war ein gewisser Senior Aidan registriert. Haben Sie den Typ ausfindig machen können? Ich glaube nicht, dass er jemals existiert hat. Aidan rückwärts gelesen heißt Nadi, das spanische Wort für niemand. Stimmt. Also ich brauche einen Sprengzünder. Der fährt mit Nitratdünger. Von Amerika bis nach Lateinamerika runter. Um da ein Gefängnis aufzusprengen, von dem er vorher gar nicht wusste, dass das aufsprengen muss. Das ist doch mal ein Plan. Ey, wo ist Nico? Ich brauche Nico, um die Frau abzulenken, weil ich an den scheiß Schrank muss. Voll unauffällig. Hey! Oh, George, die Sonnenbrille ist so sexy. Ja? Bewahren Sie hier vielleicht irgendwelche Sprengkörper auf? Kann ich bitte eine Bombe haben? Sprengstoff und Zünder sind in dem Schrank da. Sie hätten nicht zufällig etwas übrig? Ich kann Ihnen nicht einfach einen Sprengsatz geben. Nicht ohne einen verdammt guten Grund. Kennen Sie Professor Aubier? Ja, soweit ich weiß, will er sich gerade auf eine archäologische Expedition begeben. Er hat sich bei mir heute früh ein paar Ausrüstungsgegenstände gemietet. Ich habe gehört, wie er mit dem General geredet hat. Ich glaube, die beiden arbeiten zusammen. Was? Hätte ich das gewusst, hätte er nicht mal eine löchrige Feldflasche von mir bekommen. Aber seit wann interessiert sich denn der General für Archäologie? Der General hat eine Landkarte in seinem Büro, über die er sich mit Aubier unterhalten hat. Vielleicht verrät uns diese Karte, wo sie hinwollen. Mag sein, aber ich komme ja nicht ran, solange der General und sein Kumpan da drin sind. Und jetzt kommt der Moment, wo du sagst, ja, ich lenke ihn ab oder so. Nico könnte... Ich muss jetzt mal mit Nico gleich reden. Mit dem Vogel rede ich jetzt auch nochmal kurz, ob der was Neues hat. Eine Bergbaugesellschaft verwendet doch Sprengstoff, oder? Nicht in der Rechnungs- und Personalabteilung, soweit ich weiß. Guter Konter, ja. Wo ging's? Hier? Ja, da ging's raus. Gut. Nico, irgendwas musst du jetzt mir mal helfen. Entweder du lenkst den General ab oder du lenkst die Ushida ab. Aber eins von beiden musst du mal machen. Und ich will mit der fucking Ziege reden. Könntest du den General nicht ablenken, während ich einen Blick auf die Karte werfe? Du scherzt wohl. Hast du nicht gesehen, wie der mich angegeifert hat? Doch, doch. Du gebst eine prima Schlangenbeschwörerin ab. Komm schon, ich brauche nur 5 Minuten. Ja, vielleicht... Von seiner Hosenschlange. Aber es ist dein hirnrissiger Plan. Du übernimmst das Reden. Ja, Nico, Aufi? Meine Freundin würde Sie gerne um einen Gefallen bitten, General. Für Sie, meine Liebe, tue ich alles. Ich hab's mir anders überlegt. Oh nein, hast du nicht. Sie ist einfach zu schüchtern, Sie um ein Interview zu bitten, General. Ein Interview? Mit mir? Fabuloso! Nun, ich... Tja, ich würde gerne eine Story über Sie schreiben. Hast du das gehört, Rinaldo? Eine exklusive Hochglanz-Doppelseiten-Story über deinen geliebten General. Sie, Signore General. Kümmere dich hier um alles. Ich gehe in meine Wohnung zurück und ich möchte nicht gestört werden. Dafür wirst du mir bezahlen, George Stobbart. Mach dir keine Sorgen. Wenn du länger als ein paar Stunden weg bist, komme ich und hol dich. Ein paar Stunden?
Naja, viel Spaß beim Schlangenbeschwören. So, Rinaldo, dir macht das nichts, wenn ich mich hier ein bisschen umguck. No, 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 Senor. Der General hat befohlen, dass niemand diese Karte ansehen darf. Er wird es doch nicht erfahren, wenn Sie es ihm nicht sagen. Sie kennen ihn nicht, Senor. Er würde es so leicht aus mir herausholen wie das Schmalz aus seinen Ohren. Okay, okay. Ich muss ihn loswerden. Das war genau mein Gedankengang gerade. Kann ich den Ventilator kaputt machen und dann hast du keinen Bock mehr zu arbeiten oder so? Ich möchte gerne Ihren Gefangenen besuchen. Verurteilte Gefangene dürfen keine Besucher empfangen. Verurteilt? Zum Tode. Er soll exekutiert werden. Bei meinem Glück muss ich ihn wahrscheinlich noch selbst erschießen. Amnesty International wird davon erfahren. Ich dachte, Miguel wäre verhaftet worden, weil er die falsche Art von Musik gespielt hat. Sie, Senor, das stimmt. Und darauf steht die Todesstrafe? Nein, nein, nein. Glauben Sie, wir sind verrückt? Während seines Verhöres hat er gestanden, ein Geheimagent zu sein. Würden Sie einer alten Freundin von mir die Ruinen zeigen, jetzt wo der General weg ist? Es wäre mir eine Ehre, Senor. Danke, ich gehe sie schnell holen. Ah, okay. Der kann doch nicht die... Oh, okay, ist egal. Ich nehme das mal so hin. Pearl, ich habe dir einen Guide besorgt. Ich habe alles arrangiert für Ihren Besuch im Tempel, Pearl. Oh, das ist aber wirklich lieb, George. Warum kommst du nicht mit, Honey? Würde ich ja liebend gern, aber gerade jetzt muss ich schnell mal die Welt retten. Hör mal, Süßer, ich suche einen offiziellen Fremdenführer, der mich zur alten Pyramide bringt. Für eine bezaubernde Dame würde ich bis ans Ende der Welt gehen. Ach, wie süß. Für sie immerhin bis zur Pyramide und zurück. Was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Also lass uns abhauen. Wie die läuft. Wie der läuft. Nee, okay. Lass Nachdem mal die mal Spaß haben. Nachdem Rinaldo sich auf den Weg zur Pyramide gemacht haben, gehe ich daran, das Polizeirevier zu durchsuchen. Der Aktenschrank. Also. Hier geht nichts. Ich brauche das waren kein... nur die. Genau, hier geht. Ich habe kein. Gut, es geht nur die Karte. Gut, ich wollte nur noch mal gucken. Oder der Tresor. Der Tresor! Der Tresor ist zweifellos abgeschlossen. Jo, okay. Sieht aus wie eine geologische Übersichtskarte der Gegend südöstlich von Caramonte City. Etwa 80 Kilometer landeinwärts und flussaufwärts war ein Gebiet mit dem Wort Teokulkan markiert. Mhm. Hallo, Miguel. Okay. Ich komme nicht in den Schlingel. Miguel, magst du mir mal einen Strick geben? Ich bin George Stobbart. Du bist Miguel, der Musiker, stimmt's? Ex-Musiker, Senor. Meine Karriere ist beendet. Ein Besuch im Gefängnis könnte doch ein prima Karriereschub werden. Senor, ich würde lieber sterben, als mit dieser Schande zu leben. Kennst du einen Kerl namens Karzak? Ja, der alte Mann hat von ihm gesprochen. Der Ausländer? Professor Ubier? Stimmt. Dieser Mann, Karzak, er ist Ubiers Boss. Warum hängt diese Schlinge darunter? Rinaldo hat sie für mich geknüpft, damit ich mich aufhänge. Weinen Sie nicht um mich, Senor Stobbart. Wenn ich tot bin, wird die Göttin meine Seele zur ewigen Ruhe ins Paradies führen. Ja, das war der Plan. Du hast relativ wenig zu sagen, aber guck mal hier, ich habe eine Statue, die dir Angst macht. Okay. Wie komme ich da dran? Ich komme nicht an die Schlinge dran. Ich habe auch nix. Hier, Hundekuchen? Das würde ihn kaum... Nee, ich glaube, hier komme ich nicht weiter. Aber jetzt habe ich die Karte gesehen, jetzt kann ich wieder zur Bergbaufirma. Fax. Oh, das war nur Deko. Okay.
Nee, dann gehen wir zur Bergbaufirma und schauen mal, ob wir uns da jetzt irgendwie einen Sprengzünder da stibitzen können. Oder bekommen, warum auch immer. Was? Ich denke. Ich will mit der... Ich habe noch nichts bekommen in Karamonte. Ich weiß, dass ich mit dir reden kann. Aber ich brauche wohl noch irgendwie das richtige Item dafür. So, hallo. Hat die überhaupt einen Namen? Weiß ich gerade nicht. Ich habe mir diese Karte auf dem Polizeirevier gründlich angesehen. Es ist eine Karte von Karamonte. Verrät die uns, wo Ubier hin will? Ja, zu einem Ort namens Teokulkan. Da ist die Mine. Ich frage mich, warum die so geheimnisvoll tun, was Ubiers Pläne angeht. Eines ist sicher. Wenn der General mit drin hängt, führen die nichts Gutes im Schilde. Ich würde gerne mal mit diesem Musiker Miguel reden. Nehmen Sie einen Sprengsatz und holen Sie ihn aus diesem Gefängnis raus. Was ist da los? Was ist denn das für ein Land, Mann? Naja. So. Dann jagen wir doch mal das Gefängnis in die Luft. Echt, ey, bei einer Militärdiktatur anzufangen, irgendwelche politischen Gefangenen mit Sprengstoff zu befreien, das ist schon harter Stuff. Aber hey, das ist mein Style. Moment. Sorry, dass ich jetzt nochmal kurz rumdrehen muss, aber... Vielleicht ist genau das das Ding, was die Ziege zum Sprechen bringt. Hier, Zünder. Ich hätte es nicht spoilern dürfen, dass die Ziege sprechen kann, überhaupt. So. Okay, das ist es nicht. Aber dafür, dass ich jetzt ja schon ein bisschen Zeit in diesem Ort verbracht habe, habe ich echt noch nichts bekommen. Also das ist mein erstes neues Inventar-Item in Karamonte. Und jetzt werde ich es auch gleich wieder los, vermute ich mal. Hier, Duane. Blow this shit up. Hier ist der Zünder, Duane. Reden Sie etwas leiser, George. Oder wollen Sie, dass jeder Sie hören kann? Sie gehen am besten rüber und warnen Miguel vor, dass die Kavallerie unterwegs ist. Okay. Achso, wenn die Zelle aufgesprengt ist, komme ich an den Strick ran. Für sowas muss man alte Adventures einfach lieben. Du brauchst ein Stück Seil, okay? Spreng ein Loch in ein Gefängnis und dann kommst du an ein Stück Seil ran. Natürlich. Miguel, Überraschung. Hey, Miguel. Was ist los? Was passiert? Wir holen dich hier raus. Wer ist wir? Haben die Amerikaner die Delta Force geschickt? Nö. Das Team von Cobra übernehmen sie? Bring mich nicht zum Kotzen. Viel besser. Also wer? Ein portionierter Grußkartenverkäufer aus Ohio. Ich bin verloren. Ah. Da bist du nicht der Einzige. Ich hätte es wissen müssen, als ich sie zum ersten Mal sah. Sie bringen nichts als Ärger. Hören Sie, ich kann alles erklären. Rein in die Zelle. Sofort. Und wenn ich mich weigere? Dann erschießt er sie. Okay, alle schön hergucken, wie ich ganz ruhig in die Zelle marschiere. Kluge Entscheidung, elender Norteamericano. Einer der Gründe, warum ich Feuerwaffen so hasse, ist, dass sie die Leute so unhöflich machen. Gibt's da nicht mal so einen Pipi-Kaka-Eimer in der Zelle? Ich hoffe, Sie genießen Ihren Urlaub, Senor Stobart. Geh deine Waffe polieren, Renaldo. Oder muss man in die Pissrinne auch reinscheißen? Das war doch bestimmt Teil Ihres Planes, richtig? Naja, auf eine gewisse Art, nein. Mir sind gerade die Ideen ausgegangen. Jetzt hängt es allein an Nico. So, da wären wir. Sie haben sich ja umgezogen.
Ich dachte mir, ich schlüpfe schnell mal in was Bequemeres. Der Gestank von billigem Rasierwasser überrollt mich wie eine Tränengaswolke. Also, was wollen Sie denn über mich wissen? Fragen Sie und ich werde antworten. Ich werde Ihnen nichts, gar nichts abschlagen. So, das ist jetzt also ein Novum in der... Oh Gott! Ich bin ein sehr großzügiger Mensch. Wie schön für Ihre Freunde. Also, Ihre Augen was ich... glänzen heller als okay. Die Sterne. Von seinem verdammten Rasierwasser tränen mir die Augen. Mir geht langsam das Sofa aus. Ebenso mutig wie schön. Ich bewundere sowas. Schön, solange er es aus der Ferne bewundert. Okay. Was ich gerade sagen wollte, ist jetzt natürlich ein Novum in der Serie. Zum ersten Mal wechseln wir den Charakter und sind nicht mehr George, sondern jetzt spielen wir Nico. Haben kein Inventar. Oh, wie schrecklich. Und dann werden wir mal herausfinden, wie Nico sich spielt, aber das leider erst in der nächsten Folge. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.